Was tut sich hinter dem blauen Vorhang? Wie gestalten sich die Sanierungsarbeiten im Neubrandenburger Rathaus? Ein Presserundgang mit Oberbürgermeister und Projektverantwortlichen gewährte Einblicke in eine der größten Baustellen der Viertorestadt. Auffällig? Viele leere Flure, vereinzelter Baulärm, nur wenige Arbeiter zu sehen. Ursprünglich sollte im Mai mit der Auswechslung der Fenster begonnen werden. Bisher wurden diese jedoch erst in 2 Stockwerken demontiert. Für Fenster und Fassade wartet man derzeit auf die Freigabe der Montageplanung. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin soll diese Unterbrechung jedoch nicht haben. Es liegt eine Werk- und Montageplanung vor von unserem Auftragnehmer. Die wird momentan geprüft und es ist vorgesehen, im August noch die Musterfassade einzubauen und danach dann die Fenster zu montieren. Das hat sich etwas verzögert, um ca. 6 Wochen, da wir erhebliche Vermessungsarbeiten noch an der Fassade machen mussten, weil sich dort herausgestellt hat, dass die Toleranzen deutlich außerhalb dem waren, was man angenommen hat oder was man erwarten konnte. Die alten Rathausfenster. Undicht und marode. Bereits Mitte Februar in der ersten Sanierungsphase waren wir mit Hausmeister Bernd Ruff im Rathaus unterwegs. Seit 36 Jahren hat der 69-Jährige hier seinen Arbeitsplatz. Nur wenig tut im Rathaus länger Dienst als er. Die Fenster allerdings gehörten dazu. Die Fenster sind alt, die sind über 50 Jahre drin. Alles kaputt, mal so sagen. Die Wasserrinnen, alles verfault, die Fenster haben nicht mehr gehackt. Es musste die Fenster, viele Fenster in den Etagen schon zugeschraubt werden, weil der Wind die sonst aufgedrückt hätte. Überhitzte Büros im Sommer. Eiskristalle auf den Scheiben im Winter. Das gehört nun der Vergangenheit an. Insgesamt werden in den ca. 400 Büroräumen 850 Einzelfenster ausgetauscht. Wer wo seinen neuen Arbeitsplatz finden wird, steht schon fest. Das Büro des Oberbürgermeisters wandert ein paar Stockwerke höher in die Mitte des Gebäudes mit Sicht auf die City. Der Blick aus dem Fenster fällt dann nicht mehr auf Parkplätze und Discountermarkt, sondern direkt in die Turmstraße. Also ich ziehe von der 3. Etage in die 6. Etage. Das hat ganz viele praktische Gründe auch. Und natürlich ist es schön, wenn ein Oberbürgermeister Gäste empfängt, man dann auch den freien Blick in die Stadt hat, in die Innenstadt, durch die Turmstraße durch sozusagen. Und deswegen verändert sich das auch, dass ich von der 3. Etage in die 6. Etage ziehe. Wie der neue Ausblick ausfallen wird, lässt sich derzeit allenfalls vom Rathausdach erahnen. Auch hier wird in den kommenden Monaten Dämmmaterial eingebracht, werden Dachflächen abgedichtet. Neben der energetischen Sanierung des Neubrandenburger Rathauses machen neue Auflagen auch den Ausbau von Schall- und Brandschutz notwendig. Seit der Planungsphase sind die Kosten um ca. 1,3 Millionen Euro gestiegen, liegen damit im üblichen Rahmen. Unterstützt wird das Vorhaben von Bund und Land mit Fördermitteln in Höhe von 14 Millionen Euro. Gesamtkostenausgaben liegen bei 18,4 Millionen Euro. Wir haben einen Auftragsstand von über 80%. Knapp 16 Millionen sind vertraglich auch schon gebunden in dem Fall. Und die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Das funktioniert alles. Der Abschluss der Arbeiten ist Ende 2021 avisiert. Anfang 2022 beginnt die Stadtverwaltung mit dem Umzug. Spätestens im März desselben Jahres sollen alle Bürgerdienstleistungen wieder im Rathaus zur Verfügung stehen.